Nach langem heißt es wieder mal Platzverweis.at unterwegs und bei unserem Comeback sind wir am VVC-Platz in Wien Favoriten und ich begrüße herzlich VVC-Trainer Roschka Kadir. Hallo Roschka. Hallo, der Schladi. Wenn ich da jetzt auf dem VVC-Platz schaue, wirklich spielen könnt ihr momentan nicht drauf. Was passiert da gerade? VVC-Platz, ehrlich gesagt, zum Jahr immer schlechter geworden. Die Rasen, das war nicht spielbar. Und endlich, dass das jetzt neu aufgebaut wird. Und das wird eine neue Kunstrasen hier kommen. Und, aber leider ist nicht jetzt. Das wird fertig sein, vielleicht bis Anfang Mai, was ich die Nachricht bekommen habe. Und bis hin, da können wir nicht zu Hause spielen. Ihr könnt nicht zu Hause spielen, sondern ihr spielt wo? Im Mauerwerkplatz. Und jetzt die Spiele, das was wir gerade gespielt haben, zwei Spiele gegen Gerasdorf und Dynamo Herford. Normalerweise theoretisch war zu Hause, aber wir haben statt hier im Mauerwerkplatz gespielt. Wie wirkt sich denn das aus auf den Heimvorteil, der ja dann nicht vorhanden ist? Ja, das ist leider so. Und hätten wir natürlich gerne die Spiele alles, dass wir mit hier im eigenen Platz, eigenen Stadion, in der ganz anderen Atmosphäre, die Zuschauer. Natürlich hätte in dieser Position, wo wir gerade sind, im Abstiegskampf, jeder Punkt, was die positiv ist, dass wir wollen natürlich mitnehmen. Und da ist dieser Vorteil haben wir leider nicht. Aber wie gesagt, ist die Station nicht so, müssen wir mit dem umgehen. Ohne Ausrede müssen wir einfach alles geben, dass wir mit dieser Station dass wir Bestes rausholen. Kommen die Zuschauer mit nach Kaiser Ebersdorf? Absolut. Die Zuschauer, verwandte Zuschauer, dass jeder weiß. Und die sind überall. Unterstützen sie uns, die versuchen uns wirklich hinter die Mannschaft stehen, hinter die Verein stehen, ob das im Mauerwerkplatz ist oder woanders ist, die sind immer dabei, 100%, und in diese Richtung haben wir keine Probleme. Du bist knapp vor Ende der Hinrunde neuer Trainer geworden vom VVC. Was hat sich denn jetzt seit damals in der Winterpause bis jetzt geändert? Was hast du für einen frischen Wind reinbringen können? Super Frage. Was hat sich geändert? Wo ich die Mannschaft übernommen habe, ich könnte nicht viel ändern. Das, wo ich gerade Anfang gekommen bin, ich könnte nur die Kleinigkeit ändern. Und mit dieser Kleinigkeit, wie viele Punkte das wir holen, das war das Wichtigste in diesem Moment. Aber ändern kannst du nicht viel ändern, weil diese Zeit hast du nicht, dieser Raum hast du nicht. Und natürlich habe ich gewartet, bis das Pause kommt und das der zweite Runde. Und was sich geändert hat, die Stimmung hat sich geändert, wie ich gerade gesagt habe. Die Stimmung, die Disziplin, Disziplin zum Beispiel, die Stimmung in Kabine, die Stimmung im Trainingsplatz, im Match, dieser Feuer, diese Einstellung. Die Diskussion zwischen den Spielern, miteinander diskutieren, das gibt es nicht mehr. Und jeder weiß, was zu tun ist, jeder weiß, um was geht, jeder weiß, dass unsere Position, dass wir nicht nachlassen dürfen und dass wir jedes Spiel für uns ein finales Spiel ist. Und wenn das jeder weiß und jeder mit dieser Einstellung zum Training kommt und die Match sich präsentieren will vor dem Verein, dann natürlich, man sieht genug die Feuer, die Positivität und. Wenn man auf die Transferliste schaut, ein bekannter Name mit Filip Dmitrovic, internationale Erfahrung jetzt bei euch im Tor. Wie ist es denn zu diesem Transfer gekommen? Filip ist nicht über mich gekommen. Filip ist... über den Vorstand von Obmann Mikica da gekommen ist und ich habe immer der dritte Tormann gebraucht und weil vor Sicherheit habe ich zwei gehabt und wollte unbedingt kann immer eines fehlen und so im Trainings, ich wollte der dritte haben und die haben gesagt, wir haben für dich einen Tormann und er hat oben gespielt und wirst du sicher mit ihm glücklich sein und schaust ihm an und ich habe wo mit ihm Gespräch gehabt habe, da war wirklich super Mensch, super Typ und ein bisschen verrückter Typ auch, das braucht man im Tormann besonders,
Aber er hat oben gespielt und er präsentiert sich auch, dass er wieder oben gehen will. Okay. Und Haluk ist auch ein sehr, sehr guter Tormann ist. Aber leider als Trainer, du kannst nicht beide spielen lassen. Und sehr schade. Aber dazwischen die Zeit, da wird Haluk auch von ihm viel lernen. Aber bin ich extrem zufrieden mit beiden. Sogar mit Enes auch, wirklich der dritte Tormann. Die sind ehrgeizig, alle spielen will. Aber als Trainer kann uns nicht alle drei spielen lassen, leider. Und da Flippi ist jetzt gerade Routine der Spieler ist und dass sich präsentieren will vor oben. Ja, ich bin glücklich extrem, dass Flip da ist. Das hat man be bemerkt auch seinem Potenzial, das letzte zwei Spiele gegen Gerasdorf, auch gegen Dynamo Herford. Er wird 100% uns helfen. Jetzt hätte ich mir gedacht, dass es im Winter als Neuzugang zu lesen geben wird, Roschka Kadir, Stürmer. Dem ist aber nicht so. Du bist einzig als Trainer gekommen. Wieso das? Ich habe es schon ehrlich gesagt als Spielertrainer, das ist Favazzi ist nicht mein erster KM-Verein als Trainer. Ich habe das auch im Wurmler Spielertrainer war ich. Dort habe ich natürlich, habe ich eine gute Zeit gehabt. Okay, aber ich bin nicht der, die mich kennt, dass mit 80, 70% zufrieden ist. Und ich weiß, dass die Arbeit, das auf mich erwartet hat, dass das harte Arbeit ist. Und das kann ich, diesen Luxus habe ich nicht, dass ich sage, okay, 70% und so weiter. Deswegen, ich muss eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung, das war so, dass ich als meine Karriere beenden wollte. Obwohl, dass ich als Spieler Angebote bekommen habe, als Trainer habe ich gute Angebote bekommen habe, aber im Endeffekt habe ich mit dem entschieden, dass ich nur als Trainer das ich mache, weil ich kann nur 100% im eines Bereich, nicht beides Bereich. Die vom Fußball Ahnung hat, weiß, dass beides geht nicht 100%. Und wenn ich 100% in einer Seite stehen will und das als Trainer, nicht als Spieler. Du bist jetzt 31 Jahre alt, hättest noch jahrelang 100% als Spieler geben können. Dennoch gibst du diese 100% künftig als Trainer. Warum? Super Frage. Warum? Ich bin schon seit fast 8 Jahren bin ich Trainer. Okay, ich habe begonnen auch mit U7 als Trainer. Da VVC ist meine zweite KM-Bereich. Und ich war vorher in Wurmla auch als Trainer, als Cheftrainer habe ich dort gearbeitet. Aber für mich geht die hundertprozentige Sache. 100%, ich kann das konzentrieren als Trainer, aber als Spielertrainer kann ich nicht. Obwohl, das habe ich zwischen Angeboten habe ich bekommen, interessante Angebote. Ich hätte weitergemacht, wie du gesagt hast, 7 Jahre als Spielertrainer. Und hätte ich von Gehalt her hätte ich genug bekommen. Aber das hat für mich nicht Rolle gespielt. Bei mir ist war, wenn ich, wo bin ich gut genug? Als Trainer oder als Spieler? Wenn ich gewusst hätte, dass ich noch immer besser bin ich noch als Spieler oder als Trainer, hätte ich als Spieler weitergemacht. Aber da war ich schon lang bereit dass ich das, wenn so eine Aufgabe übernehme ich, aber das nur für VVC, weil ich habe das im zweiten Landesliga auch in Wien, auch in Niederösterreich habe ich Angebote bekommen, habe ich nicht übernommen nach Wurmler, wo ich bekommen habe, weil ich wollte nur 100% eine Sache machen. Nicht 50-50 oder 150 bin ich mit dem nicht zufrieden. Die mich kennt, weiß das. Und die auch vom Fußball Ahnung hat, weiß das auch. Beides geht nicht 100%. Okay? Und deswegen, ich wollte da sein vor VVC und diese Entscheidung treffen. Natürlich wegen dem diese Entscheidung habe ich getroffen auch, dass das nicht kurzfristig, sondern langfristiger Weg ist und dass ich vor langfristiger Weg, vor diesem Projekt, was wir wirklich gehen wollten. Deswegen habe ich diese Entscheidung getroffen. Es hat zwar jetzt schon herausgeklungen, aber ich erwähne es doch noch einmal, VVC ist ein spezieller Verein für dich. Das war immer so, das bleibt auch immer so. Es ist so. Wann hast du gemerkt, ich will Trainer werden? Das taugt mir und ich kann künftigen Spielern einiges mitgeben. Wann habe ich das bemerkt? Das ist gekommen, ist, glaube ich, wo ich mit dem begonnen habe.
das war nicht so einfach, wo ich begonnen habe, habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich das und das und das. Aber das geht nicht mit dem, wo du sagst, okay, jetzt hast du 6, 7 Jahre gearbeitet, hin und her, ob das du rauf gehst oder runter. Bei mir ist so, das war immer in mir. Das war schon in meinem Blut. Ich bin der, mit dem Fußball schlaft und steht auf. Okay? Ich habe mein Leben in diesen Sport investiert. Und als Trainer, ich bin der, das entwickelt sich jeden Tag und will sich entwickeln jeden Tag und investiert viel Zeit in diesen Sportbereich. Und da ist jeden Tag in diesem Schritt, wo ich als Trainer gearbeitet habe, ist die Aufgabe größer und größer geworden und das natürlich hat mehr und mehr Zeit genommen hat in diese Richtung. Und egal wo ich war auch, wirklich viele coole Sachen hat bewegt und da hat die Interesse mit dem natürlich größer geworden. Natürlich, wenn du siehst, auch die Interesse von draußen, auch die, die ich für dich Interesse haben, die ich im eigenen Verein haben wollen, das hat auch mein Interesse größer gemacht in dieses Bereich, in diese Richtung, muss ich so sagen. Ja. Du hast im Nachwuchs begonnen als Trainer, hast dann in Würmel eine Kampfmannschaft trainiert. Da hast du dann sicher gleich einmal von 0 auf 100 die Unterschiede erkannt, wie es ist, Kinder zu trainieren und dann Gleichaltrige. Absolut so. Das war schon eine große Erfahrung. Ich muss das sagen. Okay. Und ich bedanke mich auch natürlich an die SV Würmler, die wirklich mich in diesem Bereich richtig gefunden haben, dass sie wirklich mir die Chancen gegeben haben, dass ich mich in dieses Bereich zeigen kann. Aber wie gesagt, bei mir ist nicht das gegeben, ob das KM-Bereich ist, ob das U7-Trainer bin ich. Für mich war natürlich die Aufgaben sind anders. Okay? Braucht man nicht darüber reden. Aber bei mir ist immer das gegeben, ob das ich U7 bin oder dass ich Nationaltrainer bin. Da für mich, ob das heute im Wiener Stadtliga Trainer bin oder morgen im Gebietsliga Trainer bin, bei mir geht immer 100% und immer diese professionelle Arbeit. Das mit dem macht keinen Unterschied, ob das ich Nachwuchstrainer bin, mache ich anderes Arbeit, ob das ich jetzt Regionalliga-Trainer bin oder Wiener Stadtliga-Trainer, mache ich ganz anders Arbeit. Das geht bei mir, gibt es keine mit die Liga, meine Unterschied, meine Arbeit, sondern diese Arbeit ist immer da, erwarte ich von mir natürlich, erwarte ich von mir auch die jeden Tag, dass ich mich entwickle, okay, und jeden Tag, dass ich mehr und mehr lernen und bis dass ich das mache, das muss ich das machen und anders geht nicht. Was für ein Trainertyp bist du denn? Hast du ein Vorbild und wie kann man sich ein Training unter Roschka Kadir vorstellen? Was für ein Trainer, dass ich bin? Ich will nicht sagen, ich bin der. Ich bin ein Trainer, lebt dieser Sport, macht nicht, lebt. Und da finde ich, das ist ein Unterschied. Ist bei mir, ich lebe das und versuche ich meine Spieler auch das mit mir leben. Und wenn das zusammenpasst und dann natürlich viele Dinge bewegt automatisch in richtiger Richtung und so weiter. Und für mich ist jeder Spieler, die am Platz kommt, wenn ich dieses Gefühl habe, dass sie dieser Sport mit mir nicht lebt, dann habe ich keinen Spaß mit dem zum Arbeiten. Weil dieser Sport ist, brauchst du das. Okay? Und wenn das du Erfolg haben willst, dann musst du wirklich das leben. Okay? Und bei mir ist, ich bin ein emotionaler Mensch. Muss ich so sagen, ich komme jeden Tag mit voller Energie hier am Platz und wie eine leere Flasche gehe ich nach Hause. Das ist, glaube ich, reicht das alles, das zu sagen, oder? Das weiß ich nicht. Jetzt hast du gesagt, du bist ein sehr emotionaler Mensch, können wir bestätigen. Allerdings sind es dann doch die positiven Emotionen, die wir von dir kennen. Gibt es auch einen Roschka Kadir, der mal so richtig Dampf ablässt? Natürlich, jeder Mensch hat eigene Linie. Okay, und aber was ich sage mit emotional, ich bin
mit den Charakteren zu tun, mit den Spielern zu tun, mit die, ich bin der immer erwartet 100%. Und erwarte ich zuerst von mir 100%. Ich erwarte von meinen Spielern nicht 100%, wenn ich selber nicht 100% gebe. Okay? Wenn ich jemanden analysiere, analysiere ich zuerst mich selbst. Okay? Von emotional her, ich bin der, natürlich die Positionen kommen, wo ich im Limit bin. Aber ich bin der, auch sich sehr, sehr gut kontrollieren kann und mit der schwierigste Punkt auch mit dem umgehen kann. Okay, natürlich, aber ab und zu kommen die Punkte, wo das ich sage auch selber, ich hätte da besser gemacht und das darf nicht das wieder passieren und so weiter. Aber das ist sehr, sehr, sehr selten, muss ich sagen. Welche Spielphilosophie verfolgt denn Trainer Roschka Kadir und kann er die momentan mittendrin im Abstiegskampf auch so umsetzen? Ehrlich gesagt, jetzt, ich kann nicht diese Spielphilosophie spielen, was ich normalerweise spielen wollte. Aber ich musste best das Plan machen und die Spielphilosophie, was für uns jetzt gerade im schnellsten möglich die Punkte und Punkten machen können. Okay? Weil mit dem, was wir haben, müssen wir das Beste raus tun und alles, was möglich ist. Und dann natürlich, wenn das du die Zeit hast oder was im Abstiegskampf, kannst du nicht alles probieren. Okay? Du kannst nicht der verrückt sein und alles Risiko nehmen. Da musst du klug sein, da musst du auf das konzentrieren, wie kann ich Punkte oder Punkten machen. Okay? Und da Plan A haben, Plan B haben, aber ab nächster Saison natürlich ist was anderes. Wenn wir diese Saison hoffentlich, dass wir überleben, dass natürlich ab nächster Saison will ich natürlich meine Spielphilosophie spielen, wirklich mit dieser auch Material, mit dieser Spieler, wie wirklich vor dieser Spielphilosophie passen können. Das hast du vorher schon gesagt, du hast deine aktive Karriere beendet. Mit 31 Jahren ist das sehr, sehr jung. Blick mal ein bisschen zurück. Was hat dir besonders gefallen an deiner Karriere? Wo tust du noch ein bisschen nachtrauern, da wäre mehr gegangen und unterm Strich, wie zufrieden bist du mit deiner aktiven Karriere? Ich hätte viel, viel mehr geschafft als Wiener Liga. Das ist ein bisschen emotional für mich und in diesem Bereich, aber ich will nicht das emotional sein auch in diesem Bereich, aber für mich war nicht nur ich habe, wie gesagt, vor Fußball habe ich mehr als alles gegeben, sogar mehr. Als was habe ich manchmal selber mit mir gesprochen, ob das wirklich Fußball das alles verdient hat. Okay, so viel habe ich nicht bekommen, was ich die Fußball gegeben habe. Das bin ich nicht die Einzige, das weiß ich auch. Gibt es genug super Fußballer oder hätten ganz anders Karriere gemacht. Das bin ich, Kadir ist nicht die Einzige, da vielleicht einer von den Millionen, okay, das muss man so sagen. Aber ich habe das genug, leider genug mit den falschen Leuten gearbeitet und genug Menschen vertraut, obwohl dass sie nicht vertrauen mussten. Und genug auch mit den Trainer-Time gearbeitet, wo das wirklich, dass ich nur wie Benutzer war, okay. Und genau deswegen, dass ich Trainer geworden bin seit Anfang an, dass ich nicht das einer von denen sein will. Und bis dass ich das nicht habe, dieses Gefühl, dass wirklich das mache ich richtig und dass wirklich stolz bin ich auf das, was ich mache und ich bin ein gerechter Mensch bin, okay, dann das mache ich weiter. Aber wenn ich weiß, dass morgen ändert sich mein Charakter und ich bewege so, wie die anderen bewegen wollen und so weiter, höre ich das auf. Das war jetzt der leicht kritische Blick auf deine aktive Karriere, aber es hat ja sicher auch wunderschöne Momente gegeben. Natürlich, ehrlich gesagt, hat wunderschöne Momente gegeben, aber in Wahrheit ist die Wahrheit. Die Fußball hat mich nie glücklich gemacht. Ich habe versucht, Fußball glücklich zu machen, aber Fußball hat mich nie glücklich gemacht. Und vielleicht ist immer verrückt das geklungen, wo jeder gesagt hat, Kadir hat ein Tor gemacht, wie Champions League Tor hat sich gefeiert. Dass niemand weiß und genau hinter dem was versteckt. Ich war sauer auf den Fußball, okay? Und deswegen, ich könnte nur diese Feuer raus tun, wo ich nach einer Torjubel
könnte ich raus tun, nicht am Platz mit jemandem streiten oder so. Ich habe versucht, vor einem Tor, dass ich dieses Bild rauskommt, dieser Feuer rauskommt, dass wie sauer bin ich auf das, was ich gerade spiele, zum Beispiel die Position, wo ich gerade bin, obwohl dass ich viel mehr verdient habe, als das, was ich gerade bin. Das sind jetzt doch sehr selbstkritische und kritische Worte, aber du kannst mir jetzt nicht einreden, dass es nicht auch schöne Momente gegeben hat. Natürlich hat es genug schöne Momente gegeben, wo ich 2013, wo ich Torschützenkönig war im Wiener Stadtliga und 2014, wo ich im Nationalteam gespielt habe. Das war wunderschöne Momente und ich bin dankbar für diese, natürlich für diesen Sport auch, dass ich so verschiedene Menschen kennengelernt habe, verschiedene Kultur, verschiedene Wurzeln, verschiedene Charakteren. Ich habe mich auch viel durch Fußball habe ich viele Menschen kennengelernt und bin ich dankbar, dass ich wirklich in dieses Bereich, in dieses Fußballwelt mein Leben investiert habe. Da muss ich sagen auch, ja. Ich habe genug schöne Momente, aber im Großen und Ganzen, in Wahrheit, da steckt auch die traurige Gefühle und Momente und hin und her. Aber genau vor dieser Hoffnung hast du immer weitergemacht. Vor dieser positiven Hoffnungen, wo dass du sagst immer, geh mal weiter einfach. Vielleicht das wird schon, oder? Auch wenn nicht wird, auch präsentierst du deinen Charakter weiter. Vielleicht da wirst du hin und her ein Vorbild für junge Spieler, hin und her. Deswegen haben wir das weitergemacht. Es klingt aber ganz danach, als dass du mit dem Fußball noch eine Rechnung offen hast und du die jetzt als Trainer begleichen möchtest. Stimmt, die Rechnung ist das, was ich gesagt habe. Die Rechnung ist für mich als Trainer nicht nur ein guter Mensch zu sein, als Trainer wirklich alles, was ich gelernt habe mit meiner Erfahrung und mit dem Zeit, dass ich investiere, hin und her, weitergeben. Die Arbeit, was ich mache, dass zuerst in meiner Mannschaft, die, wie gesagt, habe, das wirklich gut bewegen, okay, in bessere Richtung und, die Verein in bester Position bringen, okay, mich jeden Tag entwickeln, okay, auch natürlich die Rechnung, muss ich sagen, will ich als Trainer natürlich viele Titel holen, okay, dass aber der bedeutet mir nicht zum Beispiel als Trainer, kommt drauf an, zum Beispiel, wenn wir das überleben, diese Saison, ist das auch ein Erfolg. Okay? Erfolg heißt nicht nur Titel holen. Okay? Erfolg heißt auch im Top 5 zu sein, ist auch Erfolg. Im Abstieg der überleben, ist das auch ein Erfolg. Da gibt es genug verschiedene Erfolge und da will ich in jedem Moment erleben und viele Erfolge haben. Das ist natürlich mein Ziel. Lebst du dieses Trainersein im Moment oder denkst du schon mittel- und langfristig, dort möchte ich einmal sein, vielleicht sogar mehr als Spieler, höher als Wiener Liga? Ich bin nicht der Trainer, das ehrlich gesagt viel wünschen will. Ich bin der, da sagen wir so, ich gebe meine Bestens, erwarte ich von mir immer 100%. Und ohne viel Hoffnungen und so weiter. Ich versuche jeden Tag mich entwickeln. Und das Ende, wo das ich bin, dann lass mal überraschen, wo das ich bin. Aber ich habe keine, der das Profi oder Bundesliga hin und her. Als Spieler habe ich diesen Traum habe ich genug gehabt, genug gehofft, hin und her. Aber das liegt nicht nur an mich selbst. Und das weiß ich auch, in diesem Sport geht nicht um die selbst. Okay? Und deswegen, da viele Dinge in diesem Sportbereich liegt in anderen Händen auch. Deswegen hoffe ich vor das nicht. Ich gebe meine Bestens und Ende, ob das ich im Gebietsliga-Trainer bin oder zweiter Klasse, ob das Bundesliga, arbeite ich genau diese Arbeit, was ich heute mache. Und genau heute, jetzt, dieser Zeitpunkt, ist Roschka Kadir glücklich? Ich bin glücklich. Ich bin glücklich, weil ich weiß, die Stimmung mit der Mannschaft gut ist.
Ich weiß jeden Tag, die kommen zum Training, alles zum Geben, sehe ich diese Feuer. Ich weiß, die Position, was wir gerade sind, ist es, muss man sagen, ist nicht einfache Position. Der Mann muss hart arbeiten, darf man nicht das locker lassen, weil diesen Luxus hast du nicht. Natürlich gibt es Dinge, wo ich normalerweise probieren will, haben will und, und. Hast du alles nicht, okay? Du hast was, was du jetzt gerade hast, und mit dem müssen wir das Beste raustun, weil auch die siehst du, die Charakter von der Mannschaft wirklich da ist, okay? Die wollen 100%, die wollen wirklich da Verein hier raustun, okay? Und wenn das du das siehst, wenn du siehst, das respektieren deine Arbeit, okay? Stimmung passt, ist dann automatisch als Trainer, was willst du mehr? Dann bist du automatisch glücklich. Roschke, ein schönes Schlusswort. Ich wünsche dir für deine Trainerkarriere alles Gute und dass du gleich in deiner ersten Saison hier beim VfC einmal einen Titel feierst, und zwar den Titel des Klassenerhalts. Und dafür wünschen wir dir vom Platzverweis.at alles Gute und toi 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 für die kommenden Wochen. Vielen lieben Dank und danke für dieses Interview. Und wie du gesagt hast, wegen der Titel mit den Vereinen hin und her, natürlich, das ist mein großer Traum. Aber wichtig für mich ist jetzt, im nächsten paar Jahren, wo wir jetzt gerade sind, dass wir im nächsten paar Jahren, dass wir nicht mehr da sind, okay, nicht diese Station kommt, verwarze wieder im Abstieg hin und her. Davor, von meiner Seite gebe ich alles, okay, die Verein in beste Position bringen, und natürlich ist Traum, wenn dass wir irgendwann das auch, dass das Meistertitel holen, das was im Regionalliga ist hin und her, das warum nicht? Und vielen lieben Dank für dein Interview, dass ihr da seid, dass ihr Zeit genommen habt, diese Aufmerksamkeit, danke.